Die Regionalliga West auf der Zielgeraden und der BVB 2 ist ganz vorne fest mit der Hand am Steuer. 9 Punkte sind es vor Rot-Weiß Essen. Heute geht es gegen das schwächste Team der Rückrunde. Borussia Mönchengladbach 2, der Tabellen-13., hat zuletzt 8-mal in Folge nicht gewonnen. Und dass die Aufgabe für die Jungfohlen wohl größer kaum sein könnte, das zeigte sich mit der ersten Chance. Dominik Wanner auf Richmond Tachi 1:0 nach 20 Minuten. Saisontor Nummer 10 von Richmond Tachi, der keine Probleme hat, den einzuschieben, weil die Vorarbeit von Dominik Wanner in den Strafraum perfekt getreten war. Und auch nach diesem Treffer suchte der BVB weiter den Weg nach vorn. Das ist Tobias Raschel auf Profileihgabe Felix Paslak. Erster Abschluss von dem Mann, der nach den Abgängen von Ansgar Knauf und Taylan Duman in Richtung erster Mannschaft die Lücke auf der rechten Seite füllen sollte. Kurz darauf, 29. Minute, Steffen Tigges, das 2:0 für den BVB. Chancen waren nicht im Überfluss vorhanden, dafür aber die Tore beim BVB. Steffen Tigges erzielt sein 19. Saisontor, ist damit weiterhin zweitbester Torschütze der Regionalliga West und sichert das 2:0 zur Pause. Das Team von Enrico Maaßen also trotz englischer Woche voll da. Borussia Mönchengladbach hingegen wird nicht zufrieden sein. Ihr letztes Spiel war vor 10 Tagen. Aber im zweiten Durchgang hatten sie erstmals sowas wie eine offensive Initiative zu zeigen. Luca Unbehaum nach diesem Freistoß mit der Faust und auch kurz darauf bei diesem Eckball ist der Dortmunder Keeper zur Stelle. Und auf der anderen Seite der BVB mit Richmond Tachi und Steffen Tigges, der hat das Auge für Felix Paslak, 3:0. Erstes Spiel, erstes Tor bei der U23 für Felix Paslak und der sorgt nach starker Leistung auf der rechten Seite dafür, dass mit diesem Treffer die Geschichte dieses Spiels schon erzählt scheint. Dann in der 70. Minute aber ein Standard für die Gastgeber und das ist Michel Lieder und das ist das 1:3. Borussia Mönchengladbach 20 Minuten vor dem Ende mit dem Treffer. Es ist der erste nach über 450 Minuten ohne Tor in der Regionalliga West. Das 1:3 jedoch nur ein Ergebnis kosmetischer Eingriff, denn der BVB kurz vor Schluss mit Tachi und Steffen Tigges 1:4. Frei nach dem Dortmunder Motto, wenig Chancen, viele Tore, schlägt Steffen Tigges zum 20. Mal in dieser Saison zu. Er ist einer dieser Zugpferde für diese junge Borussia-Mannschaft auf dem Weg in Richtung Liga 3. Dieser Treffer gleichzeitig der Schlusspunkt in dieser Partie. Der BVB 2 gewinnt mit 4:1 souverän bei Borussia Mönchengladbach 2, bleibt somit mit 9 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze und die Stimme zum Spiel kommt vom Doppeltorschützen höchstpersönlich. Ja, das Ergebnis ist natürlich eindeutig, aber der Spielverlauf spiegelt das, glaube ich, nicht im vollen Maße wider. Gladbach hat uns ein richtig gutes Spiel geliefert. Wir waren sehr viel am Hinterherlaufen, hatten in der zweiten Halbzeit kaum Zugriff, machen aber in den entscheidenden Momenten die Tore, haben uns gegen alles reingeworfen, gegen alles gewehrt. Von daher würde ich sagen, vom Ergebnis ein klarer Erfolg, aber von der Spielweise hat Gladbach uns schon ordentlich auf Trab gehalten. Der BVB ist also weiter auf der Zielgeraden in der Regionalliga West und nach dieser Performance heute haben sie das Steuer in Richtung Liga 3 weiterhin ganz fest im Griff.